Oh, wow. Okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Forza Horizon. Weiter geht's hier, in Colorado mit unseren nächsten Rennen und wir wollen natürlich weiterfahren. Wir haben hier ein Event in der Nähe, der hat mich hier oben mal wieder gespawnt, weil ich weiß gar nicht, letztes Mal waren wir hier irgendwo und haben da schon mal ein bisschen, mehr oder weniger die Gegend unsicher gemacht. Wir fahren erstmal hin, ist wohl Muscle Car Rennen und fahren da auf jeden Fall weiter. Mir ist auf jeden Fall noch ein anderer Kommentar eingefallen, der auch noch geäußert wurde, und zwar ein Autowunsch Mitsubishi Evo 6 wäre gut, wenn ich den fahren würde, und da können wir dann demnächst mal gucken, ob wir den vielleicht auf dem Festival dann kaufen können. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Wir fahren auf jeden Fall gleich erstmal das nächste Rennen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so ist in Sachen Klimaanlage. Auf jeden Fall ist es momentan sehr warm. Und damit meine ich nicht im Spiel. Das macht sowieso nicht viel Sinn oder hat keinen Einfluss aufs Spielen. Und ich hoffe, ihr überlebt soweit die Hitze. Das soll morgen noch schlimmer werden. Eröffnungsrennen haben Sie wie ein echter Profi gemeistert. Mit diesem Auto können Sie hier nicht teilnehmen. Wählen Sie in Ihrem Fuhrpark ein anderes aus. Ja, danke schön. Warum kann ich das nicht wählen? Ach so. Die Rennleit- Ach, die ist doof. Weißt du, sagt was schon. Ja, das Auto können Sie nicht wählen. Ja, das. Die meint den Corrado und nicht den Mustang, den ich da gerade vor mir sehe. Ja, wegen den Temperaturen bin ich schon echt überlegen, bei mir in den Keller zu gehen mit dem Notebook und dann da einfach irgendwie Videos oder so zu gucken. Weil das wäre dezent angenehmer. So, ja komm, ich wage es mal. Hey, sei nicht traurig, wenn ich dich schlage. Du wirst dich daran gewöhnen. So, hier machen wir einen Rivalen und wir legen mit dem ersten Rennen los für heute. Scheiße. Ja, also auf wahnsinnig ist halt echt zu schwer. Das sehe ich jetzt schon, dass ich das nicht schaffe. Howard würde ich gerne noch kriegen. Aber ich glaube, das wird schwieriger als gedacht. Die Sache ist halt die, ich finde das eigentlich okay, auf dieser Schwierigkeitsstufe nicht gewinnen zu können, weil du startest halt von so weit hinten. Wie willst du das schaffen? Das ist halt nicht möglich. Und naja, den kriege ich nicht mehr. Denken wir dann nächstes Mal, machen wir einfach eine etwas geringere Schwierigkeitsstufe, weil ich kann ja auch nicht mit der Schwierigkeit höher gehen. Mit der Schwierigkeit höher gehen. Mit der Leistung höher gehen. Nein, immerhin kriegen wir trotzdem Punkte. Nee. So, schauen wir mal, was wir noch so für Events haben.
Frag mich, ob es noch so andere Muscle Cars gibt, weil ich hätte ein bisschen mehr Bock auf einen Dodge Challenger oder sowas. The Gauntlet, ist das nicht ein Schaurennen oder? Ne, das hier ist ein Schaurennen, ne? Ne, Quatsch. Ach, das ist hier die, wie heißt sie? Also, die andere Rivalin. Ich würde sagen, wir fahren das mal. Oh, kann man da hinspringen? Kostet ja Geld, ne? Ne, stimmt, genau. In Horizon 1, da konntest du nur zum Festival springen. Zu anderen Positionen konntest du nicht springen. Jetzt haben sie in Horizon 2 eingebaut, dass das halt Geld kostet. Geld? Und, dann hast du das ja mit den Tafeln gelöst, was ich ja mal im Stream gemacht habe, wo ich die ganzen Tafeln umgefahren habe. Hey, wie ich höre, wurde in einer der Scheunen von soll sich beim Finlay-Damm befinden. Das Gebiet ist auf ihrer Karte markiert. Ah, da, okay. Okay. Also die Scheunenfunde, da muss ich sagen, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Forza Horizon. Das haben sie ja dann so in Need for Speed Payback so ein bisschen aufgegriffen, wo es ja dann so Wracks gab. War, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht umgesetzt, aber ich muss sagen, das war so eine Sache, dass ich finde, das gehört in Need for Speed Payback, also überhaupt in Need for Speed gehört das nicht so rein. Die Welt ist mit mir im Einklang, deshalb will ich euch daran teilhaben lassen. Gerüchten zufolge soll ein BMW M1 verlassen in der Nähe des Ganges gesichtet worden. Nicht schlecht. Wenn ihr ihn haben wollt, müsst ihr ihn schon suchen. Petri Heil, hier kommt ein weiteres Stück. Auch wieder sehr geiler Song. Habe ich sogar gestern mal wieder gehört. Ich habe auch mal so ein bisschen in den Forza Horizon 2 Soundtrack reingehört. So, jetzt ist das Problem wahrscheinlich, ich habe kein passendes Auto. Aktuelles Auto geeignet, ja, umso besser. Sie wollen teilnehmen? Oh. Damit? Möchten Sie es nicht erst aufrüsten? Nö. Ich brauche ein B-Auto, ne? Dann nehmen wir den Subi. Dann nehmen wir den Subi. Das ist ein Showdown auf jeden Fall. Lol. Ich will nichts sagen, aber die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Power als ich. Ja, aber ich merke schon, warum das ein sehr gutes Horizon war. Also überhaupt ein sehr gutes Spiel. Und warum auch viele sagen einfach, das sei immer noch das beste Horizon gewesen. Ja, das war nicht so schön von mir gefahren. Kann man so schön abkürzen. Richtig krass durchfahren. Aber die kommt auch wieder ran, weil ich nicht so gut fahre. In Kurven muss ich eigentlich Vorteile haben. Wegen dem Gewicht. Boah, sieht echt nicht schlecht aus, ey. Grafik sieht immer noch gut aus. Oh, wow. Okay.
Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwo hängen bleibe und nicht, dass ich abhebe. Ach, scheiße. Jetzt wollte ich ja nicht zurückschalten. Ich möchte auf jeden Fall gegen die gewinnen. Momentan sieht es auch ganz gut aus, auch wenn die zwischendurch immer mal wieder ranzieht. Ich glaube, da haben wir wieder was in Sachen Gummiband. Ja, haben wir easy gewonnen. Sehr schön. Sieht gut aus. Also gerade der kurvige Part, da war ich besser. Logischerweise. Aber am Anfang ist die echt böse weggezogen. Da dachte ich so, schwierig. Kritisch. Zu Geld. Geld. Das Auto gehört dann wohl dir. Lol. Du bist besser, als ich dachte. Nein. Gab es eigentlich sowas wie ein Showdown in Horizon 2 oder in den Nachfolgern? Da gab es euch nicht mehr diese Rivalen, ne? Das war nicht mehr so. Ja, es hat nicht mehr so diesen Style gehabt, die nachfolgenden Horizon-Teile. Was hier und da doch echt schade war. So, wir gucken mal, was wir noch so in der Nähe haben, dass wir vielleicht nicht so weit fahren müssen. Ford Challenge. Teils. Für das Auto geeignet. Dann fahren wir das mal. Jetzt Schnellreise hier freigestellt wurde. Ah, stimmt. Ich glaube, zu den Horizon Außenposten kannst du, glaube ich, Schnellreise machen, ne? Ah, okay. Ah, und dann muss man sich dann noch den Rabatt holen. Ah. Wie gesehen, dadurch wird folgendes benutzt: überall hin auf der Karte sofort Schnellreise zu den 1000 Club-Herausforderungen. Okay. So, dann lassen wir uns mal wieder blitzen. Sie kommen wirklich voran. Wenn Sie 225. sind, melde ich mich mit einem Schaurennen, das ich organisiere. 225. Okay. Und so ein Schaurennen wäre natürlich auch nochmal ganz cool. Der Corrado fühlt sich auf dem ebenen Gelände nicht ganz so wohl. Ich glaube, es wäre fast schlau gewesen, einfach zum Horizon Festival zu porten und dann direkt zu dem Rennen zu gehen. Aber gut, das sieht schon geil aus, ne? Jubelt nicht zu früh, sie ist nach einem Jahr. Für ein blaues Armband müssen sie das alles noch einmal schaffen. Und sie ist heiß und in Form. Beeindruckend. So, dann würde ich sagen, Schwierigkeit runterstellen. Stimmt, was mir so gerade auffällt, es gab ja den Reventon im Spiel. Weil gut, den gab es auch schon Nitro Speed Hot Pursuit 2010. Also indirekt der Vorgänger zum Aventador, wobei das Auto natürlich auf eine ziemlich enge Stückzahl limitiert war. Also kleine Stückzahl. So, Schwierigkeit, bevor wir jetzt hier wieder auf wahnsinnig rumfahren. Es gibt zwei Arten von Fahrern auf dieser herrlichen Welt. Mich und die anderen. Ich gehe schon gar nicht mehr auf deren Sprüche ein. Nein.
nichts mehr hängen bleiben. Ja, da kann man sehr gut vorbei. Ich glaube, bei diesem Event entdecken wir auch neue Straßen. Das ist auch wieder ein schöner Nebeneffekt. Fuck. Echt gut gemacht, ey, mit diesen ganzen Feuerwerksanimationen. Sieht richtig gut aus. Die Leute stehen da gefährlich nah an der Bande. So. So können die Rennen ruhig weiterlaufen. Es ist immer gut, wenn Neulinge für Wirbel sorgen. Ja, mal gucken. Das nächste Armband wäre natürlich ganz nice. Ich und die Jungs aus Carson haben ein paar neue Rennen. Wenn du dabei sein willst, weißt du ja, was zu tun ist. Fahr rüber. Okay. Weil die Sache ist halt, ich möchte erstmal das nächste Armband freischalten. Ja. Ich muss das ja hier über den Stick machen. Leute, das ist sogar ein Rabattschild. Leute, sind die nummeriert? Lol, die sind nummeriert. Recaro Rush. Nur Allradautos. Nur US-Autos, ja, da werde ich wahrscheinlich wieder Mustang fahren. Ich werde mal überlegen, mir erstmal ein anderes Auto zu holen. Was haben wir denn noch so für Events hier oben zum Beispiel? Nur Allradantrieb. Aktuelles Auto geeignet, aber das ist von der Stufe nicht so gut. Aber auf jeden Fall brauchen wir unter anderem Allradautos. Das heißt, am besten gucken wir mal nach einem Allradauto. Wenn Sie ein neues Auto kaufen wollen. Was? Sie haben nicht genügend Credits? Dann gönnen Sie sich doch einen Autogutschein. Sie brauchen dieses Auto doch, von dem Sie jahrelang geträumt haben. So. Ja, natürlich muss das... Aha. Natürlich ist das ein DLC-Fahrzeug. Oder kann ich den trotzdem nehmen? Nee. Okay. Schade, ey. Der wäre geil gewesen. Der wäre auch cool. Den würde ich vielleicht auch gerne mal fahren. Genau 700, Alter. Das wäre natürlich passend. Aber die Autos sind natürlich auch scheiße teuer. Das Problem ist auch, ich brauche ein Allradfahrzeug.
Ja, lass mich raten, Porsche haben wir mal wieder nicht. Den Porsche hatten wir nicht, dafür hatten wir Beruf. Theoretisch müsste ich mir wieder ein Subaru kaufen. Ja, da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ehrlich gesagt. Theoretisch müsste es dann eigentlich ein Audi sein. Ja, komm, dann nehmen wir den. Man sagt, die Alten sind die Besten. Mit Credits kaufen. Ja, mal gucken, ob wir diese Folge es noch schaffen, ja, das nächste Armband freizuschalten. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Außer ich bin jetzt relativ flott. Boah, klingt so ganz gut. Was stellen wir heute mit Ihrem Auto? So, würde mal sagen, wir tunen einfach hier direkt ein bisschen Leistung. So, damit haben wir den auf 600. Hätte natürlich jetzt noch, warte mal, was können wir da noch an der Optik machen, theoretisch? Änderungen an der Karosserie können Stil und Handling des Wagens verbessern. Wir bieten alle möglichen Rennverbesserungen an. Das macht den auch nie wirklich besser, ne? Ich finde die Serienteile jetzt gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Das würde ich noch anbringen. Man sieht das kaum, ne? So. Haben wir den optisch noch ein bisschen getuned. Ja, ansonsten ist der natürlich jetzt ein bisschen, ja, eigentlich serienmäßig, aber ich brauche halt Leistung. Drei, oder? Die verlegen müssten wir eigentlich schon, ne? Muss ich gleich erstmal wieder was ausbauen. Das ist halt das Problem, weswegen man erstmal so einen Warenkorb braucht, weil du erstmal so kalkulieren musst, was du alles einbauen willst. Warte mal kurz. BBS. Nehmen wir mal die. Und ich mache jetzt irgendwas an dem Auto, was... Na doch, komm. Wir gehen mal an die Vollen. Ich übertreibe mal ein bisschen. Stellt sich die Frage, könnte ich denn theoretisch an dem Auto schlechter machen? Der wird dadurch sogar besser, Alter. Tja, und hier wird es richtig ernst. Sie wollen einen größeren Motor, einen Turbo für Ihren Oldtimer? Was immer Sie wünschen, wir haben es. Jetzt, wir haben es. Oh Mann, ey. Wie soll ich jetzt diesen einen Punkt runterkriegen, Alter? Das ist doch kacke, ey.
Machen wir erstmal den Turbo wieder raus. So, dann nähern wir uns dem Ganzen jetzt mal an. So, zack. Da. So. Da gebe ich dann zu, da wollte ich dann doch die Kiste mal tiefer legen. So. Dann machen wir auf jeden Fall noch das eine Event. Und mal gucken, ob das schon reicht, um... Boah, das sieht aber schon geil aus, ne? Okay, das war's wert. So, das war, glaube ich, das hier, ne? Tolles Auto geeignet. Wow! Okay, Offroad sollten wir vielleicht sein lassen. Klingt schon geil, das Ding, ey. Oh, nicht gut, nicht gut. Abkürzen bringt's nicht immer. Die es immer noch falsch ausspricht. So, hier sind wir, glaube ich, schon lang gefahren. Deswegen leider entdecken wir ja nichts Neues mehr. Was? Alice, warum fahren Sie nicht in diesem Schaurennen, von dem ich gesprochen habe? Sie finden es auf der Karte. Okay, das fahren wir nächstes Mal. So. Schauen wir mal, was der Audi drauf hat. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Und natürlich habe ich, das heißt natürlich, aber ich habe halt meine Reifen nicht getuned, dadurch bin ich in der Kurve nicht so flott, aber dafür kann ich mit Power dann an den Leuten vorbeiziehen. Ich sag mal, im Offroad-Bereich bringt mir das sowieso nichts. Aber nicht viel. Ja, mal gucken, ob ich die da vorne noch kriege. Dann hast du auch länger Rundkurs, als ich gedacht habe. Ich merke gerade schon, mein Video wird wieder ein bisschen länger. Thank you.
Boah, jetzt lass mich doch vorbei, meine Güte. Und vorbei. Also auf der Schwierigkeit, da funktioniert das ganz gut mit dem Gewinn. Ich sehe, dass Sie Spaß haben. Das ist immer sehr wichtig. Na, sieht schon geil aus, der Audi. Ja, fast. Fast das Armband freigeschaltet. Müssen wir dann nächstes Mal freischalten. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Nächstes Mal machen wir dann weiter mit dem Schaurennen, was wir da haben. Und dann sollten wir auch das nächste Armband kriegen. Und ja, ich würde sagen, überlebt die Hitze gut. Und ja, man sieht sich in dem nächsten Video wieder. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.